Sie hat tausend Farben, wie bunte Fassaden. Sie malt graue Wolken aus und singt es laut hinaus. Das ist dein Porträt, füll es mit Farbe aus. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Mein Lifestyle. Wir schauen uns heute mal an, wo und wie man sich richtig hübsch machen lassen kann, nämlich hier bei Too Rush im Barbershop. Wir gehen mal rein und für Sie gibt's die Themen. Frische Blumen, so entsteht die Dekoration auf dem Frühlingsball. Frischer Wind, trotz Renovierung gibt es Ausstellungen vom Sinclair-Haus. Frisch rasiert. Wir stellen Ihnen den Too Rush Barbershop in Frankfurt vor. Wir sind jetzt hier drin bei Too Rush. Bevor wir Ihnen den Laden aber etwas genauer zeigen, schauen wir erstmal nach Bad Homburg. Denn das Museum Sinclair Haus, das hat jetzt gerade geschlossen. Es gibt aber trotzdem weiterhin Ausstellungen. Und warum das Haus geschlossen hat und wo diese neuen Ausstellungen eigentlich stattfinden, das sehen Sie jetzt. Dass Bücher nicht nur zum Lesen sind, sondern auch künstlerisch Verwendung finden, zeigt das Sinclair-Haus in Bad Homburg. Regelmäßig gibt es hier Ausstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Allerdings schließt das Haus nun für mehrere Monate seine Pforten. Wir schließen das Sinclair-Haus, weil wir eine Sanierung vornehmen. Wir müssen das Haus technisch neu gestalten. Wir brauchen eine neue Klimatechnik, Sicherheitstechnik, Lichttechnik und das werden wir ab Februar machen. Ja, das wird so bis Oktober, November dauern und wir hoffen, dass wir dann im Dezember wieder neu eröffnen können mit einer interessanten Ausstellung. Während das Haus fast komplett kernsaniert wird, gibt es trotzdem weiter Ausstellungen und zwar unter freiem Himmel. Da machen wir ein sehr umfangreiches Programm in Kooperation mit dem Schlosspark hier in Bad Homburg, mit dem wir eh schon immer viel zusammenarbeiten. Da werden wir Lesungen machen, Spaziergänge machen, da werden wir Ferienprogramme anbieten, weil die Besucher erfreulicherweise so sehr gefragt haben, oh Gott, wenn ihr nicht aufhabt, wann können wir denn dann mal euch erleben? Und das haben wir aufgegriffen und ein ganz spannendes Programm gemacht. Wir machen zum Beispiel immer wieder sonntags eine Konzertreihe in der schönen Mulde Goethes Ruh. Das ist ein Ort im Park, wo dann verschiedene Musiker oder Schauspieler mit Texten auftreten werden. Ein bisschen ein Überraschungsprogramm, kostenlos für die Besucher. Dann werden wir aber auch ein offenes Programm für Kinder und Erwachsene im Schlosspark anbieten, wo man an verschiedenen Stationen künstlerisch mitarbeiten kann. Es sei vielleicht Zeichnen oder Drucken oder kleine Skulpturen bauen aus Naturmaterialien. Auch das ist kostenlos für die Besucher und uns ist wichtig, Kinder und Erwachsene können das zusammen wahrnehmen. Die Kooperation mit dem Schlosspark ermöglicht dem Besucher auch weiterhin Kunst und Kultur des Sinclair-Hauses zu erleben und ein vielfältiges Angebot wahrzunehmen. Am besten, Sie gucken einmal auf unsere Website in unser Programm unter museum-sinclair-haus.de gibt es alles nochmal nachzulesen, das ganze Angebot für Kinder, für Erwachsene, für Senioren, kostenlos teilweise und vor allem unter freiem Himmel im Park. Bis in den Spätherbst hinein wird im Sinclair-Haus gehämmert und geschraubt, um dann mit einer großen Ausstellung wieder neu zu eröffnen. Wir haben eine schöne Ausstellung uns ausgedacht zum Thema Fenster. Das Fenster in der zeitgenössischen Kunst, immer im Kontext von Landschaft und Natur. Das klingt doch schon mal spannend. Am 4. März startet die Veranstaltungsreihe mit Unplugged in Goethes Ruh im Schlosspark Bad Homburg. Und mit dem alternativen Programm im Schlosspark geht die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Sinclair-Hauses bestimmt schnell vorüber. Ich bin der Göcker, bin 30 Jahre alt und bin Barbier hier im Too Rush in Frankfurt, wo wir seit Neujahr Herren rundherum frisieren. Haare schneiden, Bartrasuren und den kompletten Wellnessprogramm für den Herrn sozusagen hier anbieten. Der Mann will auch sich irgendwo mal wohlfühlen. Also wir haben jetzt das Ganze für den Herren, dass er sich alle 2 bis 4 Wochen, wenn er mal vorbeikommt, einfach entspannt, mal 1-1,5 Stunden für sich Zeit nimmt und hier eine angenehme Atmosphäre mit einer netten Unterhaltung und sich wohlfühlt. Also ich bin der Nico, ich bin der, auch der Inhaber, bin 27 Jahre alt, seit längerem jetzt bei Bier. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, werd doch Friseur. Und ich wollte das nicht. Ich wollte kein Friseur werden.
Ich dachte mir, das ist so Frauenhaare schneiden, ist nicht so mein Ding. Aber Kurzhaarschnitte mache ich gern. Und viele Kunden kommen zu mir, weil die sich gern mit mir unterhalten. Nicht nur, weil ich gut Haare schneiden kann. Das kann der Gürkan auch. Und wir unterhalten uns, wir verstehen uns einfach. Die Idee ist entstanden dadurch, der Gürkan hat mich des Öfteren darauf angesprochen, dass wir einen Shop aufmachen sollten. Ich habe bei den Friseurbedarf gekauft und er hat mich jedes Mal dazu angeheuert, komm, du kannst Haare schneiden, ich möchte einen Friseurladen aufmachen. Machen wir. Gürkan, ich verdiene sehr gutes Geld auf dem Bau, ich kann mich nicht beschweren. Außerdem ist noch mein Schwiegervater, den ich nicht in den Rücken fallen kann. Geht jetzt schlecht. Irgendwann habe ich ihn am Montags angerufen und gesagt, ey komm, lass uns das Ding durchziehen. Dann hat er gesagt, okay, lass loslegen. Die Idee für den Namen hat sich ergeben, indem wir mit dem Nico gemeinsam lange gesucht, geforscht, überlegt haben. Von einem sehr guten Freund von uns, der dann auf die Idee gekommen ist, To Rush, eigentlich dann das Ganze, weil ich ja Türke bin, er Russe, aus diesem Grund dann das TU für Turkey sozusagen und Rush dann für Russland. Also in Amerika gibt es auch ja sehr viel, was Barbers und Tattoo gibt es sehr, sehr viel. Und dann dachten wir, wir nehmen es einfach auch mit rein. Ich bin die Sophie, ich arbeite hier als Tätowiererin, bin quasi für Walk-ins zuständig, wenn die Jungs irgendwelche Leute haben, Schriftzüge, kleine Herzchen, Kreuzchen, alles was so das Tätowiererherz begehrt. Wir machen es nach Termin und wir machen halt auch kleine Walk-ins. Das heißt, komplett ohne Termin einfach reinkommen, gucken, ob wir Zeit haben. Wenn wir Zeit haben, setzen wir uns hin und machen es direkt. Also uns findet man am Fischstein 47 in Frankfurt. Und die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Ohne Mittagspause sind wir dann mit dem vollen Programm für die Kunden da. Gute Bartpflege braucht Zeit. Die Rasur kann hier gut und gerne mal eine Stunde dauern, denn man nimmt sich wirklich Zeit und rasiert nicht nur, man tut eigentlich alles, damit man sich hier wirklich wohlfühlt. Ein bisschen mehr als eine Stunde, nämlich mehrere Tage, hat Eventfloristik Dürr benötigt, um die Blumendekoration auf dem Frühlingsball vorzubereiten. Und wie diese Vorbereitung aussah und wie viele Blumen da eigentlich verarbeitet werden, das zeigen wir Ihnen jetzt. Es wurde geliefert, ausgeladen, gesteckt und ein wenig gepflanzt, um auf dem Frühlingsball den Frühling einziehen zu lassen. Eventfloristik Dürr war verantwortlich für den blumigen Teil der Veranstaltung. Also wir haben alle Farben von weiß über lila über rosa. Also es soll den Frühling darstellen. Der Frühling hat nun mal sehr, sehr viele Farben. Es geht alles in Richtung Pastellfarben. Und das Konzept ist dahingehend so gestrickt, dass wir sagen, okay, die Natur holt sich den Palmengarten oder das Gesellschaftshaus wieder zurück. Und dieser Eindruck sollte mit tausenden Tulpen und Frühlingsblühern erweckt werden. Also circa verarbeiten wir knapp 15.000 Blüten. Knapp 300, 400 Quadratmeter Moos und das Ganze mit 15 Mann, 3 Tage, das ist eine Herausforderung. Ja, die Blüten kommen teilweise aus Holland oder der überwiegende Teil kommt aus Holland, der dort gezogen wird. Ein Teil ist auch von heimischen Gärtnern hier vor Ort, wie die Kirschzweige. Das sind alles Produkte, die wir auch von heimischen Gärtnern hier beziehen. Gerade auch die Zwiebeltulpen, die hier in heimischen Gärtner reingezogen werden. Pünktlich zum Frühlingsball kamen jedoch die Minusgrade zurück. Das erschwerte die ohnehin nicht ganz einfache Lagerung der Pflanzen. Also die Herausforderung ist tatsächlich so, dass wir die Blüten mögen es gern kalt, aber auch nicht zu kalt. Aktuell ist es zu kalt draußen. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir so zwischen 5 und 6 Grad hier drin haben. Das ist so die andere Herausforderung. Es darf aber auch nicht zu warm sein. Das heißt, wir müssen so den Mittelweg finden, weil sonst bis Samstag im Prinzip alle Blüten offen hätten. Also es ist so, ja, jeden Tag so ein Spiel mit der Zeit, aber auch ein Spiel mit der Witterung, was wir aber, denke ich, ganz gut hinbekommen werden. Mehr als 15.000 Blumen mussten innerhalb von 2 Tagen verarbeitet werden. Alles passierte erst vor Ort. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger, weil wir einfach alles vor Ort stecken müssen. Ja? Wir müssen gucken, wo kriegen wir Wasser her, wir müssen gucken, wo können wir die Sachen stecken. Es muss gerade in der Produktionsstätte hier vor Ort gebaut werden, was es ein bisschen schwieriger macht. Genau. Für Thomas Dürr und sein Team begann die Planung aber schon weitaus früher. Das Unternehmen beschäftigte sich schon vor Monaten mit dem Frühlingsball, um einen reibungslosen Ablauf der Aufbauarbeiten in Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken zu garantieren. Ja, die Planung, die beginnt schon
teilweise letztes Jahr im Oktober, November mit der Planung. Dort haben wir die ersten Konzepte vorgestellt, was wir uns vorstellen, was wir gerne machen würden, da wir auch teilweise mit Sponsor sind für diese Geschichte, haben diese ganzen Konzepte und Ideen einfach mal mit dem Palmgarten besprochen und sind dann gemeinsam aufeinander gekommen und versuchen jetzt oder mit dieser Überraschung quasi am Samstag zu punkten. Das Ergebnis konnte sich schon vor Beendigung der Arbeiten am Nachmittag des Veranstaltungsabends sehen lassen. Die Gäste dürften begeistert sein, denn bei dem ein oder anderen zieht nach dem Frühlingsfall der Frühling ins Wohnzimmer ein, denn die Gestecke dürfen von den Gästen mit nach Hause genommen werden. Die Arbeit von Thomas Dürr ist jetzt getan. Thomas, du kannst sehr gerne auch mal vorbeikommen und dich hier ein bisschen von den Strapazen erholen. Aber wie die Deko, die Blumendeko auf dem Frühlingsball eigentlich bei den Gästen ankam und wie das Ganze wirkt, Patrick Heffels mit den Bildern. Der wohl blumigste Ball Frankfurts. Am vergangenen Wochenende fand der 5. Frühlingsball im Frankfurter Palmgarten statt. Das Gesellschaftshaus des Palmgartens wie gewohnt wunderschön dekoriert. Bereits zum zweiten Mal sorgte ein bekannter Florist für Frühlingsstimmung. Das Konzept war eigentlich dahingehend, dass wir einfach zeigen wollten, dass der Frühling den Saal zurückerobert in Form von der Natur, sprich ohne Gefäße, ohne irgendwelche anderen Materialien, sondern es einfach nur die Natur gespielt hat in diesem Saal und ich denke, das konnten wir gekonnt umsetzen in dem Saal. Durch den Abend führten Let's Dance-Juror Joachim Lambi und Radiomoderatorin Leni Eckstein. Ich habe mich sehr gefreut, weil das ist ein toller Ball in einer tollen Location für einen guten Zweck und ich freue mich sehr, dass ich Ja gesagt habe. Denn der Abend zeigt, es ist mega voll, es ist gute Stimmung, alles schön. Verschiedene Musikacts sorgten für Stimmung. Hauptact war Deutschland sucht den Superstar Vierte Nevio Passaro. Auch unter den kritischen Augen Joachim Lambis wurde ausgiebig getanzt. Wir haben heute Abend einen entspannten Abend, hier geht es um nichts, also von der Seite, die Leute sollen ihren Spaß haben und da gucke ich auch gar nicht hin. Ich finde das immer, wenn die Leute sich glücklich fühlen, ist der Zweck erfüllt. Hauptsache, sie tanzen überhaupt. Na, also zumindest heute wohl doch nicht so kritisch. Neben vielen Spenden sollte auch die Tombola und eine Kunstauktion Geld zur Finanzierung des pädagogischen Konzepts des neuen Schmetterlingshauses einbringen. Die Menschen, die herkommen, die verlieren wirklich nicht nur Geld in den Palmgarten, voller Begeisterung hinein, so ein bisschen Herzblut auch. Und die Projekte, die es zu unterstützen gilt, mit dem Schmetterlingshaus, mit dem Botanischen Garten, vielem anderen mehr, das ist etwas, wo den Menschen in dieser Stadt wirklich dann viel wert ist, auch dabei zu sein. Nicht nur Siesmeyers Zeiten, sondern auch die von Palmgarten-Direktor Matthias Jenny sind bald vorbei. Er verabschiedet sich in den Ruhestand. Das ist toll, so ein Riesenfest zum Abschluss und es ist sicher nicht mein letzter Frühlingsball. Ich darf ja bestimmt wiederkommen und dann es doppelt genießen. Jetzt bin ich ja verantwortlich für alles, auch dass die Musik nicht zu laut oder zu leise ist und dass alles klappt. Aber wie sieht das Leben nach der Zeit im Palmgarten eigentlich aus? Morgen arbeite ich noch und am Mittwoch ist dann mein letzter Tag und Mitte März fliege ich dann nach Argentinien für 2 Monate und denke, ein bisschen Abstand zeitlich und räumlich tut gut und dann komme ich gerne wieder zurück nach Frankfurt. Die genaue Summe, die beim diesjährigen Ball zusammenkam, ist noch offen. Ein Erfolg war der Ball aber auf jeden Fall. 1200 Gäste feierten bis spät in die Nacht hinein. Hier bei Tourage kann man eigentlich alles bekommen, was man für einen wirklich gepflegten Bart braucht, wie dieses Vollbart-Shampoo. Damit ist der Bart super gepflegt. Vollbart war aber jetzt nicht so in Zeiten von Baywatch. Wenn Sie sich jetzt aber fragen, wie ich eigentlich auf Baywatch komme, wir haben einen der Topstars der Serie getroffen, denn sie ist Assistentin von einem der schnellsten Magier auf diesem Planeten. Um wen es sich handelt, sehen Sie jetzt. Viel Show und viele Fragezeichen in Frankfurt. Hans Klock verzauberte die rund 1600 Zuschauer in der Jahrhunderthalle mit besonderen Tricks in seinem House of Mystery. Einer der Top-Acts war 90er-Ikone Pamela Anderson. Wir haben die Ex-Badenixe und den Magier vorab zum Interview getroffen. Die Zusammenarbeit der beiden begann schon vor mehr als einem Jahrzehnt.
Derjenige, der das letzten Endes eingefädelt hat, war Jupp van den Enden von Stage Entertainment. Vor 11 Jahren sagte er, warum fragst du nicht Pamela Anderson? Ich dachte, sie würde nie Ja sagen. Er sagte, versuch's. Daraufhin rief ich ihren Manager an. Damals machte sie gerade eine Wohltätigkeitskampagne für Kinder in Moskau und da rief er dich an und du warst sofort begeistert und wolltest meine Assistentin werden. So fing das Ganze an. Ja, mein Agent rief mich an und sagte, du willst das bestimmt nicht, aber ich frage dich lieber. Es kam eine Anfrage als Assistentin für Hans Klock. Auf jeden Fall möchte ich das machen, dann lernten wir uns kennen und so kam das. Bis Tricks wie diese hier bei einer Vorab-Pressekonferenz sitzen, braucht es jahrelanges Training. Es braucht so lange, bis du eine eigene Show bekommst. Das dauert gut und gerne 20 Jahre. Die Menschen heutzutage wollen einfach über Nacht berühmt werden. Die meisten singen irgendwas und wollen innerhalb von 3 Wochen Weltruhm erlangen. Mit Magie wird das nichts. Du musst üben, üben, üben. Mit Glück hast du deine erste eigene Show nach 5 Jahren. Das ist ein langer Weg. Dafür kann der Erfolg auch sehr lange anhalten. Als Rocksänger wird es beispielsweise schwer, wenn man über 30 ist. Als Magier sind 50, 60 oder 70 Jahre gar kein Problem. Im Gegenteil, das wird besser. Und das bewies der Erfolgsmagier, der unter anderem in Las Vegas auftritt, auch in Frankfurt. Gebannt verfolgte das Publikum die Show und auch Pamela Anderson ist immer wieder von den Reaktionen des Publikums fasziniert. Das ist so schön. Es passieren so viele schlimme Dinge in der Welt und es ist so hart, das zu sehen und in eine Show zu gehen, die gefühlt niemals endet. Das ist toll, die Menschen auf der Welt wollen unterhalten werden. Und Magie ist so schön. Man muss sehr talentiert sein, um ein großer Magier zu werden und es ist großartig, das zu sehen und doch nicht zu verstehen. Anderson selbst wurde mit der 90er-Jahre-Erfolgsserie Baywatch berühmt und wurde von dem Riesenerfolg der Serie mehr oder weniger überrannt. Ich denke, alles hat mich verändert. Ich habe erstmal nicht wirklich verstanden, wie erfolgreich die Sendung eigentlich war. Wir gingen doch nur zum Strand, zur Arbeit, ohne zu verstehen, dass das Ergebnis in mehr als 150 Ländern ausgestrahlt wurde. Und erst nach und nach beim Reisen ist mir aufgefallen, was für ein Welterfolg die Sendung ist. Aber eigentlich hatten wir nur eine wirklich tolle Zeit, über Jahre hinweg einfach am Strand. Trotz des Erfolges, Pamela Anderson versucht bewusst zu leben und verzichtet zum Beispiel größtenteils auf tierische Produkte, nicht nur beim Essen. Meine Schuhe sind vegan und ich habe auch vegane Handtaschen, aber ich würde nur nicht sagen, dass ich ein Extremist bin. Ich tue einfach das Möglichste. Das sage ich den Leuten immer wieder. Wenn du auch nur weniger Fleisch isst, tust du dem Planeten etwas Gutes. Natürlich kann man es auch auf die Spitze treiben, aber diese Menschen sind Perfektionisten. Ich bewundere das, aber ich bin selbst weit davon entfernt. Wer sich selber von Hans Klock und Pamela Anderson verzaubern lassen möchte, am 14.03. kommt das House of Mystery nochmals nach Frankfurt und zwar in die Alte Oper. Karten sind noch zu bekommen. Tattoos wie diese hier kann man sich hier super machen lassen und das ist wahre Kunst. Aber dass man auch aus Sand zum Beispiel Kunst machen kann, das beweist Irina Titova. Ein wenig Sand auf einer Leuchtplatte und eine Kamera mit Projektor. Mehr braucht es nicht, um zu zeichnen. Irina Titova hat Sand zum Malen schon früh für sich entdeckt. Als ich anfing, mit Sand zu malen, habe ich bis zu 20 Stunden am Tag gemalt, weil ich es so sehr geliebt habe. Nach circa einem Jahr hatte ich dann meinen ersten Auftritt als Sandmalerin. Mit ein paar Handgriffen entsteht aus dem einen ein vollkommen anderes Bild. Es ist meist kein eigenständiges Bild, es ist mehr wie ein Cartoon. Ich male nicht jedes Mal ein neues Bild, sondern ein Bild entsteht aus einem anderen, um die ganze Geschichte zum Leben zu erwecken. Irina illustriert die Hörbuchversion von In 80 Tagen um die Welt in ihrem aktuellen Programm. Ich glaube, diese Geschichte ist perfekt, um dazu mit Sand zu malen. Du kannst unterschiedliche Länder illustrieren, unterschiedliche Orte, fremde Kulturen. Du hast eine wirklich mitreißende Geschichte mit Liebe, ein wenig Tragik, eine Liebesgeschichte eben. Also haben wir uns dazu entschieden, dieses Buch zu nehmen und es ist einfach wunderbar. Das war die beste Entscheidung, um die Zuschauer gut zu unterhalten. Der Sand, mit dem sie malt, ist eine Mischung aus vulkanischem Sand und aus Meersand. Diese Mixtur ergibt die beste Farbe.
Am 1.3. können Sie sich von Irina Titova in 80 Tagen um die Welt aus Sand entführen lassen im Club Jahrhunderthalle. Bei den Kunden kommt der Laden hier auf jeden Fall richtig gut an. Und bei seinen Fans kommt DJ Ötzi auch richtig gut an. Besonders hier in Frankfurt. Deshalb macht er auch in Frankfurt Zwischenstopp auf seiner Gipfeltour. Und wir haben ihn pünktlich zum Release seiner neuen CD mal getroffen. So kennen ihn viele von uns, DJ Ötzi. Mit über 16 Millionen verkauften CDs gehört er weltweit zu den erfolgreichsten Musikern aus dem deutschsprachigen Raum, der auf keiner Après-Ski-Party fehlen darf. Der Erfolgsmusiker aus Österreich kommt mit seiner neuen Gipfeltour im Oktober auch nach Frankfurt. Bekannt geworden ist DJ Ötzi, der eigentlich Gerhard Friedler heißt, unter anderem mit Coversongs. Frankfurt ist schon ganz ein starker Partner auch im DJ Ötzi-Bereich, weil wenn ich da jetzt in der anderen Halle auftritt, dann spüre ich so eine positive Energie, weißt du? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen Frankfurt unbedingt mit reinnehmen, weil einfach ich da auch Leute habe, die was mir lieben, weißt du? Und deswegen freut es mich umso mehr, dass es für Frankfurt so gut geht, ja. Zusammen mit dem verstorbenen Falco ist er einer der größten und erfolgreichsten musikalischen Exportschlager aus Österreich überhaupt. Es entscheidet vielleicht die Beharrlichkeit, dass ich eben auch immer drauf geblieben bin und eben auch fleißig in dem Sinn war und es durchgezogen habe und eben mein Ding in dem Sinn gemacht habe. Seit mehr als 20 Jahren ist er nun im Geschäft und startet jetzt auch mit einem neuen Album durch. Ich kann so vielen Leuten Freude bringen. Ich kann so vielen Leuten Glück bringen. Das ist tatsächlich so. Und das lasse ich mir von niemandem kleinreden, weil meine Fans, die was das auch gerne hören, sind wirklich es wert, ihnen das gegenüberzustellen, dass man eben auch ihnen vielleicht andere Gedanken bringt, als wie nur Schulden, Druck, Krankheit, schlecht oder was auch immer, sondern dass man ihnen was Positives gegenüberstellt. Von Herzen, DJ Ötzi hat den Titel seines neuen Albums mit Bedacht gewählt. Denn einige der neuen Songs sind das Persönlichste, was er seit vielen Jahren eingesungen hat. Ich habe so viel erlebt, dass ich heute dass ich mir heute viel leichter tue, wenn irgendwo ein Problem kommt. Ja. Was mir natürlich immer aufrechterhalten hat, war logischerweise die Musik. Und so haben es neben gewohnt pulsierenden Club- und Partyhits auch jede Menge nachdenkliche und bisweilen auch romantische Songs auf das neue Album geschafft. Ich will einfach das Beste dem Fan gegenüberstellen. Ich will einfach, dass er einen Mehrwert hat, wenn er auch mein Fan ist. Also nicht nur ich nehme, sondern ich bin der Meinung, dass ich eben zuerst ergeben muss, dass ich eben auch was bekommen darf. Ein paar Karten für das Konzert am 20. Oktober sind noch zu bekommen. Beeilen bitte, bitte, beeilen, beeilt euch. Das war's von meinem Lifestyle. In unserer nächsten Sendung testen wir für Sie den neuen Volvo XC40 und wir schauen uns das besondere Konzept der Zweiraumbar in Friedrichsdorf an. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Sie hat 1000 Farben, wie bunte Fassaden, sie malt graue Wolken.